Ein Ikterus ist eine Gelbsucht. Das stellt sich dadurch dar, dass ähm, hauptsächlich zunächst die Bindehäute gelb werden und späterhin, wenn der stärker wird, auch die Haut sehr gelb wird. Wenn man mit einem Ikterus zu uns ins Krankenhaus kommt, dann versuchen wir erst einmal herauszufinden, warum sie diesen Ikterus haben. Es gibt drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass das Problem vor der Leber liegt, die zweite Möglichkeit ist in der Leber und die dritte Möglichkeit ist hinter der Leber. Die Möglichkeit vor der Leber wäre zum Beispiel eine Grunderkrankung des Blutes, das könnte man in Laboruntersuchungen herausfinden. Die, die zweite Möglichkeit ist in der Leber. Das könnte man sowohl durch Blutuntersuchungen als auch durch einen Ultraschall herausfinden. Die dritte Möglichkeit hinter der Leber betrifft häufig die Gallenwege und die Gallenblase. Das kann man sowohl im Blut sehen als auch mit Ultraschall und dann würden weitere Untersuchungen wie zum Beispiel eine Endoskopie folgen. Wir behandeln die Gelbsucht, die in der Leber entsteht oder hinter der Leber. In der Leber ist das zum Beispiel eine Entzündung der Leber. Das wird mit Medikamenten behandelt. Manchmal muss man es auch nur überwachen. Die Formen der Therapie hinter der Leber betreffen die Galle. Da gibt es zum Beispiel die Untersuchung mit dem Endoskop. Da können die Gallenwege dargestellt werden. Und wenn zum Beispiel ein Tumor vorliegt, ein Stand eingelegt werden. Wenn es sich um Gallensteine handelt, können diese häufig endoskopisch entfernt werden.